Martin, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe so viele Videos von meinem Balkon. Und zwar geht es dort um die Balkonimkerei. Ich glaube, wir müssen mittlerweile bei Teil 5 oder so angekommen sein. Länger gab es nichts von hier oben, weil viel gab es auch nicht zu sehen. Ich habe eigentlich so hier mit dem Volk gearbeitet, wie auch mit den anderen Völkern bei der Land auch. Das heißt, immer entsprechend erweitert den Brutraum und dann die Honigräume gegeben, die Honigräume abgenommen. Jetzt haben wir den 3. August und ich nutze gerade eine kleine Trockenphase. Es regnet seit gestern und heute den ganzen Tag durch und jetzt gerade ist es gerade trocken. Und das Volk muss aber dringend gefüttert werden, weil da schon bestimmt seit 3 Tagen die Bienenflucht drin ist, um den Honigraum zu leeren. Und da wollte ich doch glatt mal wieder ein Video drüber machen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Honigräume ab. Ich weiß nicht, ob wir mal reingucken, 1, 2, 3 Blicke oder so. Dann wird das Brutfeld entsprechend auseinandergerissen, also Wabenhygiene Teil 1. Und aufgefüttert, so wie ihr es alles schon mal irgendwo gesehen habt. Aber jetzt halt hier nicht live, aber vom Balkon. Gucken wir mal rein. Und zunächst muss ich erstmal sagen, ich bin von der Entwicklung dieses Volkes hier auf dem Balkon echt positiv überrascht. Man kann so mitunter sagen, dass dieses Volk hier auf dem Balkon auf dem einen Platz prozentual am meisten Honig eingenommen hat im Vergleich zu den anderen Völkern. Wie gesagt, die Bienenflucht ist schon was länger drauf. Ein paar Bienen sind immer noch drin, krass, die haben es immer noch nicht rausgeschafft. Ja, die Honigräume nehme ich ganz normal ab und schleudere die gleich direkt. Reingucken tue ich nicht, weil die müssen eigentlich trocken sein, solange wie die schon da drauf sind. Boah, wie gesagt, der ist richtig schwer. So. Drehen und runter damit. Komm, einen Blick, gucken wir mal. Jo. Gut, Honig. Sieht gut aus. Keine Ahnung, wo die das alles her haben. Aber die haben auf jeden Fall reichlich gefunden. So viel kann ich sagen. Wie viel die gefunden haben, sage ich aber noch nicht. Das bleibt eher eine Überraschung, beziehungsweise sollt ihr mal irgendwann erraten, wie viel es denn geworden ist. Das Volk ist auch verständlicherweise nicht so gut drauf, weil wir haben kurz vor 7 Uhr, das Wetter ist sowieso total bescheiden heute und die haben wahrscheinlich auch ein bisschen Hunger. Da sollte zwar noch was Futter drin sein, aber ich weiß eben nicht wie viel. Dann schauen wir uns mal den Brutraum an. Wie gesagt, Ziel ist es ja, jetzt das Brutfeld zu separieren, um dann Wabenhygiene Teil 1 durchzuführen. Wie ihr seht, hat dieses Volk es auch geschafft, sich komplett zu erweitern. Das heißt, es ist komplett voll. Die Königin hat es immer wieder geschafft, die letztgegebene Mittelwand zu bestiften, sodass ich dann immer wieder neue Mittelwände geben konnte, bis das Volk letztendlich, wie jetzt, 10 Mittelwände hat, beziehungsweise 10 Waben. Schauen wir uns mal die Futterwabe an. Boah. Zack, zack. Die sind echt nicht gut drauf. Leider voll verständlich. Ich sehe auch schon die 3 dunklen, die ich separieren werde. Das sind die 3 hier. Man sieht es direkt. Das sind die dunkelsten und die werden also nächstes Jahr dann aussortiert werden. Ah, Futter ist doch noch vorhanden. Hier auf der Seite nicht, aber auf der. Hier oben seht ihr das. Also gehungert hat das Volk noch auf gar keinen Fall. Weil die sich neues Zeug gesucht haben, als die Bienenflucht eingelegt war. Da die Damen echt überhaupt gar nicht gut drauf sind, werde ich mich ein bisschen beeilen. Ist zwar jetzt schade für die Videoqualität, aber die sind echt nicht gut drauf. Auf der zuletzt gegebenen Mittelwand ist nichts mehr drauf. Die ist aber auch schon lange hergegeben. Dann schreite ich mal direkt vor zu den dunklen Brutwaben. So, jetzt knippe ich mal alle lose hier, die muss ich ja eh alle bewegen. Zack, 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 zack. Eine werde ich mal kurz raustun, die mich stört. So, das war die Futterwabe gerade. Dann schnappe ich mir jetzt auch die erste Brutwabe von den dunklen und packe die sofort da hinten hin.
ist. Diese hier. Man sieht auch echt, wie dunkel die ist. Die ist jetzt, glaube ich, seitdem ich das Volk habe, drin. Oder so 2 Jahre bestimmt. So. Da ist ein bisschen Brut drauf. Frische Brut. Ja, doch, alles voll. Stifte, kleine Maden, verdeckelte Brut, alles drauf. Da ist die Königin sogar, hat durch Zufall gefunden. Aber nicht markiert. Da. Das war jetzt echt ein Zufall, dass ich die direkt gefunden habe. Aber manchmal hat man das Auge dafür und manchmal gar nicht. So, die kommt hier hin. Die rücken wieder was auf. Boah, ist das schlimm, wenn die so gereizt sind. Ich mag das gar nicht, dann an den Völkern zu arbeiten. Aber irgendwann bleibt einem nichts anderes übrig. Und da die Maßnahme jetzt durchgeführt werden muss, bin ich leider dazu gezwungen, jetzt an das Volk zu gehen, was mir gar nicht gefällt. So. Dann hole ich mir die hier und die hier und die beiden werden auch separiert. So, das heißt langsam raus. Ich mache jetzt hier auch nicht viel Spökes. Ich gucke mir nur mal kurz an, da das Brutfeld. Das ist alles etwas kleiner geworden. Die Völker befinden sich gerade auf dem Rückweg sozusagen. Also es wird alles wieder kleiner. Da sieht man auch schon wieder Springkraut ist unterwegs. Hier sind schon wieder ein paar Bienen mit Rallye-Streifen. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht gucken, ob ihr die seht, die da. Das ist klassisch Springkraut mit dem Rallye-Streifen auf dem Rücken. Die kommt hier hin. Da kommt die letzte hin. Auch komplett voller Brut. Ist auch mein Drohnenrahmen. Das heißt, nächstes Jahr kommt ein neuer rein. So. Dann wird, wie gewohnt, alles wieder zusammengeschoben. Zack. Es muss alles etwas enger sein, also es muss schon spack aneinander liegen. Na, so. Weil das Volk absolut voll ist. Das heißt, am besten alle wieder so eng aneinander wie vorher. So, das sind die dunklen, die ich separiert habe. Zack. Zack. Und die letzte. Zack. Dann kommt die Futterwabe wieder rein. So. Und dann kommt die Futtertasche. Und dann wird aufgefüttert. Auch bei der Futtertasche, wie gewohnt, jetzt die Öffnung zum Volk. Ganz, na, ihr müsst weg. So, ganz scharf am Rand vorbei, damit ich keine quetsche, sondern nur runterschiebe. Na, du auch noch. So. Zack. Rein damit. So, jetzt noch Futter rein und dann sind sie schon erlöst. Vor der Varroa-Behandlung füttere ich auch hier mit 7 Kilo ein. Zack. Rein damit. So. Halber Kanister, 7 Kilo nass. Schwimmhilfe hinterher. Spur gezogen. Muss ich eigentlich nicht, da sind ja schon die ersten Bienen dran. So, das reicht auch. Und schnell wieder zu. Weil die Damen sind not amused. So, also wie gesagt, kleines Status Quo-Video nur hier vom Balkon. Nichts Wildes, habt ihr alles schon auch bei Imkern von Anfang an gesehen. Also jetzt seid ihr auch wieder hier auf dem Balkon, auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, Honig war echt verhältnismäßig richtig viel. Ich habe keine Ahnung, wie die das alles hergeholt haben, aber ich bin schwer begeistert. Wie viel das ist, sage ich noch nicht. Aber da werde ich aber in der nächsten Zeit dann noch etwas genauer drauf eingehen, beziehungsweise noch vielleicht so den ein oder anderen Balkonhonig auch verlosen. Mal schauen, was ich mir da einfallen lasse, weil ihr da draußen seid ja überhaupt der Grund, warum ich das hier alles mache. Deswegen soll für euch auch wieder was zurückgegeben werden. Und das ist der Balkonhonig. So, kleines kurzes Video vom Balkon. So viel von meiner Seite aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.